Hallo und willkommen bei FTL, mittlerweile im sechsten Sektor, dem verlassenen Sektor, in dem wir wahrscheinlich, also ziemlich sicher sogar, eine neue Spezies kennenlernen werden, nämlich die Lanius. Aber jetzt erstmal nicht, denn jetzt bekommen wir einen der besten Events überhaupt im ganzen Spiel. Du erkennst das Schiff. Es gehört einem bekannten Sklavenhändler. Er, der Händler. Er ruft dich und bietet dir günstige Arbeitskräfte. Aber in Anführungszeichen an. Das ist natürlich nicht so toll. Da könnte man jetzt wen kaufen. Haben wir nicht genug Geld oder beziehungsweise nicht genug Schrott, die Emily. Aber wir können ihn auch angreifen. Und das ist gar nicht mal so blöd, wie sich das jetzt anhört. Denn es gibt eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass der dann einfach aufgibt und sagt, hey, nehmt doch einen von unseren Leuten als Entschädigung und dann haben wir ein neues Crewmitglied, was wir auf jeden Fall brauchen können. So, jetzt aber erstmal die Flak abfeuern auf dieses Schiff. Das trifft auch gleich. Und den Schnellfeuerlaser und dann... Okay. So. Und jetzt den Lanzenstrahl. Dazu mal gucken, was der Gegner so hat. Ja, gut, ich würde sagen, da... Machen wir mal... Können wir da 4 Räume auf einmal... beschädigen? Ach, das geht... Eieieiei... Mit Strahlen bin ich nie so gut gewesen. Es gibt da Profis, die können da alles rausholen. Aber das geht wohl. Das geht wohl leider nicht. Okay, dann nehmen wir halt 3 den Antrieb, damit wir ihn dann besser treffen. Zack. Und damit ist auch der Lanzenstrahl des Gegners weg. Somit keine... Okay, er ist wieder da. Dafür ist der Laser weg. Umso besser. Keine Gefahr mehr. Und hier sehen wir auch schon einen Lanius übrigens. Die haben die Eigenschaft, dass sie einerseits keinen Sauerstoff brauchen, andererseits aber auch den Sauerstoff aus Räumen, in denen sie sich aufhalten, rausziehen. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man eine gemischte Mannschaft hat, denn der steht jetzt hier im luftleeren Raum. Aber ist ja nicht unser Problem. Wir warten jetzt wieder, bis unser Lanzenstrahl gefüllt ist und dann... Kann man jetzt schon machen. Jetzt mal ein bisschen tighter aneinanderketten. Jawohl, so ist das schon besser. Und los geht's. Überlegt gerade, ob wir da nicht jetzt versuchen sollten, einfach mal 4 Räume zu treffen, weil wir dann mehr Schaden machen. Das feindliche Schiff scheint seinen FTL zu starten. Es versucht zu fliehen. Ah ja, und jetzt geben sie aber doch auf. Wir ergeben uns. Nehmen sie einen unserer Sklaven als Tribut. Wenn sie uns vernichten, werden sowieso alle sterben. Und das tun wir natürlich. Wir nehmen das Angebot an. Wir nehmen Nelis an Bord. Nelis ist ein Mantis, wenn die in der deutschen Version auch so heißen. Vielleicht haben sie es auch irgendwie anders übersetzt. Doch, Mantis. Okay, dann haben sie nur die Rockman zu Felis gemacht. Und Mantisse haben die Eigenschaft, dass sie doppelt so viel Schaden beim Kämpfen verursachen wie die anderen, aber nur halb so schnell reparieren können. Ist ja auch mit diesen komischen Insektenbeinen ein bisschen schwierig. Deswegen setzen wir ihn hier an die Sensoren und haben dadurch beim nächsten Kampf noch bessere Sensorergebnisse. So, ich springe jetzt mal darauf. Müssen wir ein bisschen gucken hier, wie der Weg durch den Sektor aussehen kann. Da ist ja ein leerer Raum dazwischen. Also ein richtig leerer Raum ohne Verbindungsstraßen. Ja, dann werden wir da oben rumgehen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir auch einen Lanius als Besatzungsmitglied. Das wäre natürlich optimal. Als du am Signalpunkt ankommst, bemerkst du ein kleines Rebellenschiff, das versucht, Lanius Plünderer vom Wrack eines Rebellenschlachtschiffs fernzuhalten. Ja, diese Lanius, die ernähren sich nämlich von Metall, die bestehen aus Metall. Als die Rebellen dich bemerken und auf Abfangkurs gehen, stürzen sich die Lanius wie die Fliegen auf das Wrack. Okay, gut, dann müssen wir jetzt erstmal diesen Rebellen hier, dem hier fertig werden. Okay, das schaffen wir aber auch. Dreimal verfehlt gibt's doch nicht. Hoffentlich der, okay. Ja, der Laser hat jetzt ein bisschen mehr gebracht. Schauen wir mal. Na gut, bisschen Schaden haben wir gemacht. Jetzt warten wir halt ein bisschen, bis er sich wieder auflädt. Sein Doppellaser ist noch da. Der
Mehrfachlaser nicht mehr. Die Lanze. Ah, das ist übrigens eine Abwehrdrohne, die er hat. Die schießt Raketen und Asteroiden ab. Und auch Flak. So, haben wir gleich mal alles getroffen, alle Schilde. Dann können wir, ich glaube, das war's dann. 5 Räume mal 3, 15 Schaden. Das war's dann. Er scheint sein FDL zu starten, das ist mir jetzt aber auch schon egal. Er bietet mir die Fracht an, ist mir auch egal. So, und das war's. Dieser Lanzenstrahl ist von allen Strahlenwaffen übrigens die beste, auch mathematisch gesehen, Preis-Leistungs-Verhältnis und auch Energieleistungsverhältnis. Das nur nebenbei. Das Schiff explodiert, bla bla, eine beträchtliche Menge Schrott, das kennen wir schon. So, jetzt können wir hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier. Ja, und dann hier. Okay, gucken wir mal. Darüber. Deine Sensoren melden ein Lanius-Schiff im System. Es befindet sich in einem dichten Trümmerfeld und sammelt Rohstoffe. Da können wir jetzt, wir haben dankbarerweise unseren Piloten zu einem Autopiloten sogar abgegradet und können jetzt Nummer 4 wählen. Verbessertes Pilotsystem, den Autopiloten aktivieren und sicher Rohstoffe sammeln. Das ist immer eine gute Option, die nehmen wir natürlich auch. Mit Hilfe des Computers kannst du problemlos Abstand zum Lanius-Schiff halten und zu Rohstoffe sammeln, ohne den Lanius in die Quere zu kommen. Ja, haben wir ein paar Rohstoffe gesammelt. So, und ich überlege gerade, ob man nicht vielleicht jetzt mal irgendwas upgraden soll. Hm? Wir hätten hier immer noch eine Artemis-Waffe zusätzlich. Was wäre denn? Mal gucken, ob da nicht ein Shop kommt. Aber nein, es kommt kein Shop. Wenn wir das aufs Maximum upgraden, damit wir auch wirklich alles verwenden können, wenn wir das denn wollen, dann müssen wir nur natürlich gucken, dass das auch im Startwerk geladen ist. So. Muss ja Energie drin sein, damit der Waffenvorzünder auch greift. Die Sensoren melden ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen, während sich der FDL-Antrieb auflädt. Boah, war das nicht der Event, wo wir ein Besatzungsmitglied verloren haben, ganz am Anfang im ersten Sektor? Ich sage es mal, zu gefährlich. Wir haben nur 4 Besatzungsmitglieder. Wir bräuchten eigentlich noch 1-2 Leute mehr. Dann im Finale. Also 4 ist, würde ich sagen, gegen den Endboss das Minimum. Und schon wieder ein Piratenjäger, er entdeckt uns, wir machen uns bereit zum Kampf. Auch der hat einen Lanius an Bord, wie es im verlassenen Sektor halt so der Fall ist. Ist natürlich ungünstig für die anderen Besatzungsmitglieder, uns ist das aber egal. Wir feuern jetzt erstmal hier, der boardet auch gleich hier rüber. Das heißt, der wird sich gleich mit seinem Lanius zu uns teleportieren. Da müssen wir gucken, dass wir den schnell klein kriegen. So, eine Rakete haben wir abgefeuert, die Flak feuern wir auch ab. Die Rakete geht natürlich gleich mal daneben. Super. Der Lanius wartet noch auf einen zweiten Border. Ach, weißt du was? Wir werden das ein bisschen. Das mit dem Boarding, da bin ich jetzt mal nicht einverstanden. Ich habe mir gedacht, wir machen da jetzt mal. Nee. Die Waffen sind wichtiger, denn der hat Raketen. Und da haben wir nichts dagegen, was uns da helfen könnte. Dann machen wir es so. Oder noch besser, so rum, weil dann können wir auch seinen Sauerstoffraum erwischen. Und dann überlegt er sich vielleicht eh anders. Okay, er will kapitulieren. Das akzeptieren wir mal nicht, weil die Sache hat sich jetzt eh schon erledigt. Und da kriegt man mehr Schrott, weil es explodiert ist. Merke, Explosionen erzeugen Schrott. So, dann fliegen wir dahin, dann zum Notfall, so tick, zack. Und dann kommen wir da runter. Wäre natürlich schon cool, hier einen Lanius zu kriegen. Hey, ein Lanius-Aufklärer. Als du den Signalpunkt erreichst, siehst du ein Zivilschiff, das vor einem Lanius-Schiff flüchtet. Die Zivilisten rufen dich. Hilfe, die Metallmonster wollen unser Schiff einschmelzen. Seltsamerweise kannst du keine aktivierten Waffen erkennen. Jetzt können wir natürlich versuchen, das Lanius-Schiff zu rufen. Du näherst dich den Lanius, ohne deine Waffen zu aktivieren. Die Zivilisten melden sich. Fliegen Sie nicht näher ran, schießen Sie sie einfach ab, dann verschwindet das Zivilschiff. Die Nachricht irgendwie ignorieren und weitermachen, das tun wir mal. Du fragst, was sie hier wollen, aber der Übersetzer hat offensichtlich Probleme, die Sprachbarriere zu überbrücken. Die Lanius scheinen aus einem unerfindlichen Grund wütend zu sein. Sie beenden das Gespräch und aktivieren ihre Waffen. Sieht aus, als müsstest du doch kämpfen. Okay.
kenne diese Events im verlassenen Sektor nicht so genau. Das heißt, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das... ob es da einen anderen Ausgang gibt oder bräuchte man da eine blaue Option dafür? Ist auch egal. Wir müssen jetzt mit den Lanius fertig werden. Die haben Raketen, das heißt, wir müssen gucken, dass wir schnell die Waffen klein kriegen. Die haben auch Hacking. Das heißt, die werden uns eine Hacking-Drohne schicken. Und zwar... Mist, hoffentlich nicht auf dem Waffenraum. Ja, doch auf dem Waffenraum. Der landet dann hier und zapft den an. Da müssen wir jetzt schnell schauen, dass wir unsere Lanze noch loskriegen. Glücklicherweise hat das Ding eh so ein Layout, wo man relativ gut Schaden machen kann. Da waren sie mit dem Hacking gerade noch dran. Dann lädt sich das quasi invertiert auf. Also die Aufladung geht wieder weg. Aber wir haben rechtzeitig hier den Strahl losgelassen. Gut, soll man das annehmen? Das klingt ganz gut. Da kriegen wir Treibstoff, Ja, das nehme ich jetzt mal an. Das war mal ein gutes Angebot. Findet man in den späteren Sektoren eigentlich eher nicht mehr so. So, okay. Planen wir mal Notfall, Shop. 1, 2, 3. 4, 5. Ich hoffe, das klappt. Als du das Notsignal erreichst, versuchst du, seine Quelle zu finden. Plötzlich verschwindet das Signal aber. Erst da fällt dir die Flotte aus Plündererschiffen auf, die sich über die Trümmer einer großen Schlacht hermacht. Du fragst dich zwar, woher das Notsignal kam, hältst es aber für zu riskant, dich mit der Flotte anzulegen. Ach. Das war's schon, oder was? Das ist ja... Nix. Komisch. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 Sprünge brauchen wir noch. Mal gucken. 1. 1. 2. 3. Ungefähr hier. 4. 5. Ja, das geht. Das passt. Das geht sich aus, wie man so schön sagt. Scheinbar hat das Notsignal des Mantis-Schiffs in diesem System eine Fehlfunktion. Vermutlich aufgrund des Lanius-Schiffs, das sich durch die Hülle und die Subsysteme frisst. Das Mantis-Schiff wird nicht mehr lange durchhalten. Jetzt können wir das Lanius-Schiff angreifen. Das tun wir auch, weil warum auch nicht? Die Lanius haben dich scheinbar noch nicht bemerkt, aber das wird sich gleich ändern. Du gehst zum Angriff über. Wir feuern mal eine Rakete da rein ins... die haben Mind-Control. Gedankenkontrolle. Feuern wir mal eine Rakete ab und dann so ein Lanzendingsbums. Einen Flak, meine ich. Die haben Tarno und ich habe es natürlich wieder mal nicht gecheckt. So. Jetzt haben wir auch einen Lanius an Bord. Ich glaube, da hilft jetzt nur der Plan. Dieser Plan, der hilft da jetzt nur. Die Artemis-Rakete weg. Haben wir jetzt auch nicht. Ich hoffe nur... Das ist vielleicht keine so gute Idee gewesen. Den Lanius ist das ja wurscht. Das war jetzt ein Denkfehler, aber ein richtig krasser Denkfehler. Na gut, jetzt tauchen sie wieder auf aus dem Ding. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mit der Lanze arbeiten hier. Was ist denn am nervigsten? Die Gedankenkontrolle, die Waffen und dieser große Raum da, der stört mich gerade ganz besonders. Ah, okay, die Lanius sind aber eh offenbar so programmiert, dass sie dann bei Sauerstoffmangel trotzdem in einen Sauerstoffraum hineingehen. Immerhin. So, okay, das heißt, jetzt haben wir das hier kaputt gemacht. Damit ist unser... Den schicken wir jetzt mal hier. Machen wir so, den schicken wir hierher und den schicken wir hierher. Jetzt gehen sie aufs Türsystem los. Hey, ihr, mein schönes Türsystem. Dann müssen wir sie einzeln bekämpfen. Okay, das wird ein bisschen mühsam werden, aber es hilft ja nichts. Und jetzt werden wir natürlich auch noch von der Rakete getroffen. Alter! Gleich noch am Sauerstoff. Na dann schnell mal hier den Ingi hinschicken. Okay, jetzt gehen sie weiter. Jetzt haben sie das kaputt gemacht. Na gut, sollen sie. Gehen sie halt jetzt weiter. So. Okay. Selbst wenn die jetzt den Sauerstoff hier raussaugen, was sie tun, wir sind im Heilungsraum und haben deswegen natürlich einen Vorteil. So. Warten wir nochmal kurz. Feuer.
überall der Sauerstoff draußen. Das sollte wieder nachkommen, dass der hier kein Problem haben sollte. Eigentlich. Hoffen wir schon, dass es auch so ist. So, und jetzt wieder mit der Lanze. Schauen wir mal, wie viele Räume wir da maximal mitkriegen können. 4, 2, 4, 6, 8. Ja, das passt. Passt. Geschafft. Lanius sind weg. Sauerstoff muss halt nur wieder nachkommen. Hey. Oh. Sehr gut, dass der jetzt nicht gerade in dem Raum war. Das wäre es nämlich sonst gewesen für unseren Lexi. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine ganze Reihe von nützlichem Schrott. Jetzt können wir noch die Mantis rufen. Das Mantis-Schiff wurde zu schwer beschädigt. Es gibt keine Überlebenden. Du plünderst die Wracks und fliegst weiter. Haben wir eine Menge Scrap bekommen? Ja, gut. Müssen wir hier jetzt mal ein bisschen reparieren und die Leute wieder auf Vordermann bringen. Das kann man auch gleich mal. Da schicken wir mal den hier her. Der braucht eh ewig dafür. Kann gleich der Lexi dann helfen. Und zum Glück haben wir ja als nächsten Sprungpunkt dann auch einen Shop. Und diesen werden wir nutzen, um uns zu reparieren und eventuell mal ein bisschen abzugraden. Oder eher wahrscheinlich, dass wir da mal ein neues System kaufen. So ein Drohnensystem mit einer Abwehrdrohne, das wäre schon mal was Praktisches jetzt mittlerweile. Haben wir jetzt nämlich doch einiges an Schaden genommen. War jetzt nicht kritisch, aber war ein Problem ein bisschen. Also der Kampf. In der Nähe des Signalpunkts befindet sich ein Handelsposten. Die Station wird überraschend vielen Militärschiffen bewacht. Du empfängst eine Werbebotschaft auf einem Breitbandkanal. Schiffsteile, Reparaturen, Treibstoff, Souvenirs, wir haben alles. Werfen Sie einen Blick in den einzigen Shop, der keine Angst vor Plünderern auf dieser Seite von Omakron 6 hat. Gut. Eine Drohnensteuerung, aber leider mit einer Kampfdrohne wieder. Ah! Hier könnten wir aber einen Lanius kaufen und das werde ich auch tun. Und zwar aus dem Grund, der hat plus 10, also der hat voll ausgebildeten Pilotending. Und einen Lanius als Pilot zu haben ist nie schlecht, weil wenn da ein Gegner kommt und in das Cockpit rein teleportiert, dann steht er halt mal erstmal im luftleeren Raum. Das ist dann nicht so angenehm. Ich kaufe uns jetzt also einen Lanius. So, da müssen wir schnell den Menschen hier wegschicken. Den schicken wir zu den Türen, weil die werden dadurch um einen Level erhöht, also verstärkt. Und das kann sicher nicht schaden. Und jetzt würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall hier ein bisschen reparieren sollten. Und ansonsten müssen wir wohl noch ein bisschen warten, bis wir einen Shop finden, wo eine Drohnensteuerung mit Abwehrdrohne, Defense Drone, zu finden ist. Ansonsten, in diesem Sektor wird wohl kein Shop mehr kommen. Deswegen sage ich, können wir jetzt mal, glaube ich, relativ gefahrlos ein bisschen den Reaktor upgraden. Dann haben wir hier auch mehr Ausweich, Dingsbums. Das hätte uns auch genutzt bei der einen Rakete, die uns getroffen hat. Da habe ich leider nicht dran gedacht, die Batterie einzusetzen. Jetzt können wir aber, wenn wir das wollen, die Batterie aktivieren und hier den Antrieb auf volle Leistung schalten, ohne dass wir irgendwas anderes dafür abschalten müssen. So, dann fliegen wir weiter. Jetzt sind wir schon fast am Ende des Sektors. Ich frage mich, was der sich denkt. Ist gerade erst eingestellt worden und wird schon zum Chef benannt. Aber es ist ihm wahrscheinlich egal, der ist aus Metall. Die Karten weisen darauf hin, dass hier ein kleines Gefecht wegen einer Militäreinrichtung auf einem Mond in der Nähe stattgefunden hat. Seltsamerweise zeigen die Scans keinerlei Anzeichen von den Trümmern des Kampfes oder der Station. Ja, weil die Lanius das eben ausgesaugt haben. Ah, jetzt kommt doch noch ein Shop. Das ist mir allerdings ziemlich egal. Ich fliege jetzt lieber ins Asteroidenfeld. Bei dem Shop hier könnten wir jetzt eh nichts kaufen. Haben wir kein Geld dafür. Müssen wir auf den nächsten Sektor zählen. Dieser Signalpunkt wurde in einem Asteroidenfeld platziert und dient als Wegmarke für eine Bergbausiedlung. Die Hälfte der Siedlung wurde allerdings von Lanius-Plünderern zerlegt. Ihre Militäreskorte nähert sich, um sich zu vertreiben. So, die tarnen sich jetzt wieder, dann müssen wir halt. Ah, da haben sie auch noch natürlich. So ein Dingens hier, so ein. Mind Control. Lanius. Ja, so ist es eigentlich ganz okay. Sag ich jetzt mal. Versuchen jetzt rauszukommen und währenddessen werden sie von unserem Lanius-Piloten beschossen. Dann würde ich sagen, übrigens, das ist Sensor Level 3. Deswegen sehen wir hier, wie voll die Laden schon gewafft sind. Waffen schon geladen sind.
ist wohl so. Jetzt gehen die da einfach woanders hin. Hallo. Das haben natürlich auch die Rakete nicht abgeschossen. Na egal. Da war ich jetzt ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Okay, dann feuern wir mal die Flak ab. Die müssen wir jetzt schnell klein kriegen, bevor sie hier den Sauerstoff raussaugen. Was man da ganz gut machen kann, ist die Türen aufmachen und strömt ein bisschen Luft nach. So. Und jetzt die Lanze. Ja, die haben nicht so viel Schilde, da mache ich das jetzt mal so. Das powern wir auch gleich mal hoch. Das Lanius-Schiff ruft dich, aber dein Übersetzer hat Probleme. Tod verhindern, gnädig bedauern. Du vermutest, sie wollen sich ergeben. Ich bin jetzt in Versuchung, das anzunehmen, weil ich diese beiden Lanius-Border gerne loswerden möchte. Deswegen nehme ich das jetzt mal an. Weil das ist doch ein bisschen doof, so mit diesem Sauerstoff raussaugen. Und wenn es zwei sind, dann geht es ja auch doppelt so schnell und so. Dann, das ist besser nicht. Wir sollten vielleicht auch mal früher oder später unser Sauerstoffsystem ein bisschen upgraden. Auf einen höheren Level. So, dann gehst du wieder zurück. Den nehmen wir schon mal weg von der Batterie. Jetzt müsste ich eigentlich so ein bisschen warten, dass die sich dann wieder auflädt, weil normalerweise, wenn man einen Kampf gewonnen hat, dann geht das ja automatisch wieder auf das, quasi auf alles zurück und auch der FDL ist dann voll und so weiter. Aber, nachdem wir hier in Gefahr sind wegen dieser Asteroiden, geht das halt nicht. Deswegen warte ich hier so mal sicherheitshalber kurz, dass das wieder aktivierbar ist. So, und jetzt fliegen wir weiter, nämlich zum Ausgang. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FDL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Schauen wir mal. Dieser Signalpunkt wird von einer kleinen Plattform umkreist. Es scheint eine Art Tankstelle zu sein, die ihre günstigen Preise auf allen Frequenzen und in allen Sprachen verkündet. Da ist natürlich was faul, das sagt man Tankplattform ignorieren. Und siehe da, als du das System verlassen willst, taucht auf dem Scanner plötzlich ein Piratenschiff auf. Scheinbar wollte es die Plattform als Köder benutzen. Wenn wir da angedockt hätten, hätten wir auch irgendwie gleich eine Explosion an Bord gehabt und dann hätten wir Schaden genommen, ein paar Systeme wären ausgefallen und so weiter. Das ist doof. Besser nicht. So. Gut, die haben keine Tarnung. Das heißt, ich kann die auch gleich angreifen, ohne dass wieder irgendein Mist passiert. Dass ich da daneben baller. So, okay, dann sagen wir auch mal einen Schnellfeuerlaser noch. Ja, gut, dann jagen wir die Rakete auch noch hinterher. Geht natürlich gleich daneben. So. Okay, die Rakete, die wird gleich losfliegen von der Seite. Also schauen wir, dass wir ein bisschen besser ausweichen können. Ui, die Rakete ging daneben, das ist sehr gut. Und unsere fliegt auch gleich wieder. Ach, so, Schilde sind weg. Dann baller man ihm noch da ein bisschen Flak drauf. Die Rakete wird uns jetzt halt noch einmal behelligen hier. Mit ein bisschen Glück trifft sie uns nicht. Er will aufgeben, aber das akzeptieren wir nicht. Ja. Eine Rakete hat verfehlt und damit sind wir hier auf der sicheren Seite. Sind nicht getroffen worden, immer noch gleich viel Hülle wie vorher. Hülle, Hülle, Hülle. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Und wir fliegen weiter in den nächsten Sektor. Da können wir jetzt wählen zwischen dem Felis Heimatwelten. Das hört sich so an wie so... Ein Typ, der heißt halt Feli und der hat ein Ladengeschäft, das heißt Felis Heimatwelten. So Trachtenmode oder so. Oder wir können in die Felis Heimatwelten oder in den Snecko-Nebel. Haben wir eigentlich schon mal Sneckos gesehen? Also Slugs, wie sie auf Englisch heißen. Ich glaube nicht. Wäre natürlich cool, wenn wir da noch ein Snecko bekommen würden. Ich brauche jetzt mal ein Snecko.
Felis Heimat. Ich weiß nicht. Der ist Neckonebel. Naja, sagen wir mal so. Ich fliege in den Neckonebel, denn da gibt es durchaus so einige mögliche Chancen. Und in den Felis Heimatwelten gibt es ein Event, der irgendwie gar nicht so gut ist. Ich fliege mal zu den Neckos. Aber. Ja, in diesem Nebel leben die telepathisch begabten Snecko. Sie würden ihren eigenen Schleim für eine Kiste mit Schrott verkaufen, aber sie ziehen es eindeutig vor, sie sich einfach zu nehmen. Ach, die Kiste mit Schrott, so, ja, okay. Das war mir jetzt gerade grammatikalisch nicht ganz klar. Was man auf jeden Fall machen muss, wenn man in einem Snecko-Nebel ist, ist den Sauerstoff upgraden. Und die Türen vielleicht nicht unbedingt. Theoretisch auch die Krankenstation, aber auf die kann man halt doch einigermaßen verzichten normalerweise. Okay, wie schaut's aus hier? Da ist auch schon ein Raumschiff. So sieht da aus, der Snecko-Nebel. Da finden wir vielleicht dann doch noch einen Shop irgendwo. Es gibt auch in den Snecko-Nebels Shops. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.